Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Clash Royale. Und ich habe wieder was Neues, was ich updaten kann. Das ist ziemlich geil, zeige ich euch gleich. Gucken wir mal kurz rein, was... Oh, das ist immer richtig geil, weil ich die Barbaren halt wirklich nicht verwende. Jeder kann das selber sehen, aber ich finde die Barbaren nicht so toll. Deswegen spende ich das immer super gerne, freue mich immer, wenn einer danach anfragt. Und jetzt seht ihr hier natürlich schon einige Sachen, die upgradebar sind. Und auch eine Sache, die ich definitiv upgraden werde. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich selber als nächstes... Ich hätte gerne noch die Luckys auf die nächste Stufe. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Hier haben wir die Möglichkeit. Ich habe zwar nicht 2000 Gold, aber ich möchte mir die trotzdem gönnen. Dann sind es halt ein paar Gems, die da drauf gehen. Ja, passt. Ich habe mir die wirklich erspart nach... und also nicht die Gems, sondern... die Lucky Horde immer wieder angefragt. Und ich war sogar schon auf etwas über 14.000, bin dann aber runtergefallen, weil ich ein paar Mal verloren habe. Und ist aber echt mega geil. Also richtig, richtig cool. Und jetzt will ich natürlich gucken, was die Luckys, beziehungsweise die Lucky Horde... Ah, hier, wir haben einen Deutschen. Ja, komm, dann würde ich mal sagen, viel Glück. Und dann gucken wir mal. Dann, genau, dann kam noch ganz oft die Ansage von wegen, ja, hier jemand ist Level 1 oder sowas und hat schon mehr Pokale als ich. Ja, das war klar, dass die kommen, das war mir schon klar. Also, so ist es jetzt nicht. Also ich wusste schon, dass da ein bisschen was noch geht. Nee, also von wegen hier Level 1 und schon weiter als ich und sowas. Und dann dachte ich mir, ja, okay. Und dann habe ich aber halt eben auch gesehen, was hier so in Anführungsstrichen oben für Gegner halt auf mich warten. Und das sind ja meistens halt ganz selten Fünfer, meistens halt 6 beziehungsweise Level 7er. Also so falsch kann das ja jetzt auch nicht sein. So, ja, sehr gut. Gewartet halt, wirklich klar, gewartet. Und dann kann man... da richtig was bringen. Also das habe ich auch definitiv dazu gelernt, dass man halt wirklich einfach mal seine Truppen nicht, wer weiß, wie rausholen. Klar, das war jetzt voll für einen Moostopf, klar. Einfach nochmal ein bisschen warten, mal gucken, ein bisschen chillig und dann geht's. Hier auch. Ich lasse die jetzt einfach rankommen. Und wen interessiert's? Habe ich den jetzt gar nicht gedroppt? Nee, den habe ich jetzt. Egal, jetzt droppe ich den natürlich nicht alleine ohne irgendwas. Ich will den natürlich schon irgendwie im Angriff raushauen, also das Koboldfass. Ah, das ist auch relativ easy zu handeln hier. Klar, wenn er jetzt natürlich wieder seine Pfeile zückt, das wäre nicht so schön. Da hätte ich eher die kleinen Lakaien erstmal nehmen sollen. Aber gut, das passt schon. So, Skelette rauf. Sollte auch laufen. Oh, tut mir leid, du gehst nach Hause alleine. Oh. So ist das halt. Aber er führt ja jetzt momentan noch. Und das wollen wir natürlich ändern. Ich hoffe mal, das kann ich ändern. So, jetzt könnte er sein, dass... Könnte es sein, dass es... Ah, ich warte noch mal ein bisschen wegen den Kobolden. Ja, genau. Na, obwohl, die gehen trotzdem drauf. Das ist nicht so schön. Der Riese sollte ganz easy peasy down gehen hier. Das sollte nicht das Thema sein. Obwohl, jetzt wird's... wieder a little bit critical. Oh, jetzt kriege ich wieder auf den Sack. Nicht so schön. Ja, da ist nicht so schön. Uiuiui. Der erste Turm ist down und der zweite geht garantiert auch down. Ich hab's verkackt. Man muss wirklich sagen, also auf dem Rechner spielen kann man echt nicht so gut mit BlueStacks. Muss ich wirklich auch sagen. Weil Lichtle sagte zu mir auch am Anfang mal, naja, aber auf BlueStacks am iPad habe ich es dann geschafft. Und dann auf BlueStacks ging der total in die Hose. Jetzt zieht er sich sogar noch... fast den zweiten Tower. Das war nix. Das war gut gespielt von ihm. Nee, und dann sehen wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal gerade. Ich schaue mal gerade hier rein. Hier Niederlage, Niederlage. Hier mal ein Sieg. Nee, den wollen wir nicht teilen. Wir wollen uns den ansehen. So mit die Augen und so. Viel Glück, ja, danke. Ach so, ja, klar, ich wollte schon sagen, wie? Ja, klar, logisch. Das war... weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie es war. Kann ich gar nicht sagen. Gucken wir uns das einfach mal an. Ah, die Pfeile? Aber die Pfeile werde ich auch nicht mehr setzen, glaube ich. Ja, doch noch gesetzt. Lol. Die Hexe, da habe ich mir eine Karte gekauft für 2000, weil es ja eine epische Karte ist. Die erste kostet ja 2000. Und da dachte ich mir auch, komm, ey, die 2000 Gold gibst du jetzt einfach mal aus, dass du die Hexe langsam dann nochmal ein bisschen höher machen kannst. Und später sitzt du halt da und dir fehlt am Ende eine Karte, dann sagst du halt, jo, tolles Ding. Das wollte ich nicht. Ich mache mal auf 2. Da muss ich wirklich sagen, das interessiert mich gar nicht. Ihr seht auch, dass ich ganz normal weiterhin den anderen Tower angreife, wo der dann bestimmt auch denkt, wieso, wieso, wieso? Und jetzt guckt mal, was er passiert. Er hat nicht mit dem Päcker geschafft, sondern er hat es wirklich mit den Barbaren geschafft. Halt wirklich noch mit dem Wut, wo ich dann auch dachte, Alter, Kacke, Kacke, wie reißt du jetzt dieses Ruder wieder rum? Und das ist mir damit ganz gut gelungen. Und dann habe ich mir echt, stopp, 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 stopp. So, dann dachte ich mir, gut, okay, jetzt hat er da den Bombentower. Dann nimmst du halt wirklich noch den zweiten, anderen Turm weg und fertig. Und das ist auch wirklich das, was mir jetzt heute ein Abonnent geraten hatte, der sagte, hey, probier nicht immer auf den Three Star, also auf den Three Crown, sondern probier dann einfach nur, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, sozusagen, ey, komm, dann mach einfach den zweiten normalen Tower noch down. Und das habe ich hier auch gemacht. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Und hier, wie gesagt, also Päcker kann man ja so easy ablenken, das geht ja gar nicht. Aber wenn man natürlich dann zum Beispiel den Päcker hat und dann der Gegner noch eine Walküre hat, dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Dann wird da natürlich richtig, das war schade, da habe ich die Pfeile ein bisschen verdroppt. Und, aber sonst ist so echt so, wo du denkst, oh, krass. Jetzt könnte ich den Päcker schön angreifen und jetzt hat der aber eine Walküre hinter, die halt wirklich Flächenschaden raushaut ohne Ende. So, Kronen-K.O. und knallhart gewartet, bis die Truppen da weg waren und dann hat er aber noch Minions gehabt. Habe ich ein bisschen geweint. So, und jetzt glaube ich nochmal, dann Musketieren bestimmt auch nochmal rauskommen, würde ich jetzt mal denken. Alter, ich weiß gar nichts mehr davon. Na, war irgendwann zwischen der Arbeit. Ja, schade. Musketieren da noch. Ah, okay. Nur noch 22. Und jetzt. Und ich hab's auch immer wieder, dass halt welche dann aufhören. Das halt, das werdet ihr auch haben, klar. Aber dass die halt dann sagen, gut, okay, komm, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Dann ist das halt so. Ich wage mir trotzdem nochmal einen Angriff. Auch wenn ich auf die Schnauze bekommen sollte. Aber ich wage es einfach nochmal. Ah, der ist schon Level 7. Da muss ich halt wirklich chillig sein. Besonders wenn der dann zum Beispiel auch schon Magier hat. Das ist dann schon so eine Sache, wo ich dann sage, der kann natürlich denn doch schon kriegsentscheidend sein, auf jeden Fall, weil das ist echt schon eine richtig gute Truppe. Ja, okay, wenn er da jetzt mir was antun wollte. Jetzt habe ich ja den Vorteil, ich weiß, er kann nicht mehr mit Pfeilen. Er könnte natürlich jetzt noch eine Rakete oder was auch immer. Sowas, aber ansonsten kann er natürlich nicht mehr viel. Jetzt schnell noch halbwegs, genau, schnell noch den Turm, genau, bevor meine Luckys halt dann komplett den Geist aufgeben. Schnell noch dem Turm da eine übergezwiebelt. Er freest auch nicht, okay, passt also alles ganz gut. Und jetzt kommt wieder eine ganze Horde an. Ah, Luckys wieder. Also zum Verteidigen sind die halt echt richtig gut. Da kann ich ihm gar keinen Strick draus drehen und sagen, naja, scheiße, jetzt hat der die Luckys gesetzt. Ich meine, der ist ja nicht doof. Und jetzt hat er aber wieder ein Problem. Und zwar könnte es sein, dass sein Turm ziemlich böse alt aussieht. Aber jetzt werden seine Barbaren ganz schön mir eine auf den Sack geben. Mit den Pfeilen brauche ich gar nicht erst probieren. Das weiß ich selbst. Oh, haben meine Luckys das doch so gut gebracht, ey. Also die Dreier, die unterschätze ich noch was. Also die Minion-Horde, da weiß ich schon, gut, okay, jetzt darf er sich warm anziehen. Aber ja, doch, die feile ich weg.
So, jetzt muss ich sagen. Hier, doch, dann nehme ich die Minions. Dann nehme ich die Minions. Ja, sehr gut. Das lief. Oh, das lief ganz gut. Jetzt muss ich halt aufpassen. Ich glaube wirklich, ich gehe hier hin. Ich mache jetzt nicht den Dreier. Ich sage halt wirklich, komm und jetzt ablenken. Einfach nur als Ablenkung, dass die Minions hier noch länger sind. Also nicht denken, warum setzt dann jetzt das? Komm, ich riskiere das. Zurücklaufen wird sie nicht mehr. Eine Vierer gegen meine Fünfer passt auch. Ah, jetzt hat der wieder Minions, der Sackarsch. Zack. Gucken wir mal, ob er noch Pfeile hat. Bestimmt auch. Und ein Hock, Alter, ein Hock. Sehr gut, läuft. Wieder, also einfach die Truppe in der Hand noch behalten, merke ich, ist immer wieder gut. Also wirklich, dass ich sie noch nicht komplett gesetzt habe und dann merke ich auf einmal, boah, krass, war ja doch gut, dass ich sie noch behalten habe. Und jetzt kommen, ja, jetzt warte ich kurz, bis die anderen auch reinkommen und dann mache ich ihn komplett nass, den kleinen Junge. Warum auch nicht? Ich meine, warum soll ich denn die Pfeile nicht komplett ausnutzen? Jetzt kommt gleich das Kronen-K.O. Zack. Nein! Ach so, ja. Ich dachte, er hätte mir den unteren Tower doch nochmal weggeballert. Es waren ja nur noch 400. Ich dachte, oh. Okay, so gewinnt man auch bei BlueStacks. Also, klappt. Geht. Und ich finde mich, nicht ich finde mich, ich fühle mich ganz ehrlich in der Arena 4 echt pudelwohl. Alleine schon, weil die Anfangsmusik von der Arena 5, die finde ich nicht mehr so toll. Alleine deswegen will ich da bleiben. Nee, aber ansonsten echt eine geile Nummer. Ich habe jetzt gar nicht so krass auf die Minion-Horde geachtet. Muss ich auf jeden Fall machen. Und dann gucke ich mal, was ich als nächstes gerne hätte. Als nächstes wäre natürlich geil, Koboldfass auf 3 wäre natürlich mega. Ansonsten halt echt ein billiges Deck und vielleicht noch die ein oder andere Sache ändern, aber wie gesagt, ich hab das am Anfang wirklich gesehen, dass ich halt nicht die 1300 erreicht habe. Also die 1300 Pokale. Und dann habe ich mich da halbwegs gehalten, dann wieder runtergefallen auf 1200, so, Mist. Und jetzt halt langsam über 1400. Und wie gesagt, ich gucke mir halt nirgendwo anders, weil ich halt einfach auch wirklich die Zeit dazu nicht habe. Ich gucke halt eben keine anderen Videos. Klar, bei Diesjax und Lichtle gucke ich mal rein und hier bei Tobias Spirit Hawk und so. Klar, aber jetzt, dass ich jetzt sagen würde, boah, jetzt setze ich mich mal hin und gönne mir mal eine Runde Clash Royale bei YouTube, das mache ich halt nicht. Und von daher lernt man halt nur durch die eigenen Sachen und ich denke mal, das ist ganz gut. Also von daher nicht, wer weiß, was für Sprünge erwarten. Aber ansonsten passt das. Das soll es gewesen sein dazu. Haut mal rein, meine Leute. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.